Why Wait for Hollywood? Warum auf Hollywood warten, heißt das Projekt von Mahmoud El-Dasouki und bringt deswegen kurzerhand Hollywood nach Herrenberg. Hier in der Theodor-Schütz-Realschule gibt's nämlich heute eine waschechte Filmpremiere. Forgotten Truth steht auf dem Programm. Mit Sektempfang, Kinobestuhlung, jeder Menge rausgeputzter Leute und einem Regisseur und Hauptdarsteller, der vor lauter Händeschütteln kaum mehr zu den letzten Vorbereitungen kommt. Wie fühlt man sich da? Eigentlich überglücklich, weil es war viel Arbeit und jetzt ist so die Finale und ich freue mich ziemlich drauf. Klar, es ist eine kleine Aufregung da, weil es ist eben die Finale und man möchte, dass alles perfekt läuft. Es kommen noch ganz viele Dinge in den Kopf, ob ich irgendwas vergessen habe oder so. Aber ich denke, es ist einfach ein bisschen runterschalten und es dann ganz einfach laufen zu lassen. Viele Unterstützer und Helfer sind da, um den Film das erste Mal zu sehen. Nur mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen, dem Stadtjugendring und der Stadt ist er überhaupt zustande gekommen. Und dann ist es soweit. Forgotten Truth erzählt von Flucht und Vertreibung und davon, wie schwer es einem Flüchtling fällt, in einer ablehnenden Gesellschaft in Deutschland Fuß zu fassen. Wie beschäftigen Sie jetzt auch Dieter? Der hat meinen Tisch hoffentlich nicht angefasst. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Komm, Hanna, wir gehen. Ohne viel verraten zu wollen, am Ende gibt's ein Happy End. Aber macht das Erstlingswerk auch den Zuschauer happy? Scheint so. Den Film fand ich schon gut von der Idee her. Auch die Verknüpfung von den Kriegsgeschehen, denke ich. Für ein erstes Mal ganz erstaunlich. Da bleibt eigentlich nur eine Frage. Was ist der nächste Film? Genau, das weckt man mich ab und zu, wie es bei mir ausschaut im Filmbereich, wie ich weitermache. Ich bin nach wie vor immer mal wieder am Filmprojekten dran, aktuell auch ein bisschen so, aber ich stocke jetzt ein bisschen runter. Jetzt kommt das Abi, ein bisschen drauf konzentrieren, damit ich vor allem auch durch das Abi meine Wege noch viel weiter öffnen kann und noch viel mehr Möglichkeiten kriege, Dinge zu starten und auszuprobieren. Mahmoud El-Dasouki ist auf jeden Fall ein Name, den man sich merken sollte. Irgendwann mal sieht man ihn sicher in einem Abspann von einem großen Film aus dem echten Hollywood.